Willkommen zu The Brief from Brussels. Eine Gruppe kubanischer Aktivisten hat das Europäische Parlament besucht, um auf die Lage der Menschenrechte in Kuba aufmerksam zu machen. Dazu soll mehr Druck aus Europa kommen. Ein Bericht von Anna Lazzaro. Nur ein Teil der Delegation war in Brüssel. Fünf Stühle blieben leer, weil die kubanischen Behörden diesen Dissidenten die Ausreise verweigerten. Eine Entscheidung, die ihre Argumente nur stärkte. Die Willkür der Regierung des Diktators Díaz-Canel sei der beste Beweis dafür, dass der Austausch mit kubanischen Oppositionellen so wichtig sei. Unter den Gästen war Rosa Maria Paya, Tochter des bekannten Aktivisten Osvaldo Paya, der vor 8 Jahren unter ungeklärten Umständen ums Leben kam. Das Europäische Parlament hatte ihn für seinen Kampf für die Freiheit mit einem Preis ausgezeichnet. Heute wirft das Regime in Havanna seiner in Miami lebenden Tochter wegen ihres Einsatzes Verbrechen gegen die Staatssicherheit vor. Sollte sie in ihr Land zurückkehren können, werde der erste Weg sie ins Gefängnis führen, um den Oppositionsführer José Daniel Ferrer zu besuchen, der zugleich ihre Kampagne mit anführe. Die Dissidenten wollen von der EU mehr Druck auf Kuba, indem die gemeinsame Vereinbarung über politischen Dialog und Zusammenarbeit von mehr Freiheiten für die Bevölkerung abhängig gemacht wird. Derzeit gibt es in Kuba nach Angaben von Menschenrechtlern 120 politische Gefangene. Die EU brauche eine neue Kuba-Strategie, denn die bisherige Politik habe nicht funktioniert, sagt der Bürgerrechtler Anders Pettersson. Die Lage für Oppositionelle habe sich vielmehr verschlechtert. Und ohne Menschen, die die Menschenrechte verteidigten, gäbe es keine Demokratie. Am Ende gab es Proteste von denen, die im Parlament nicht das Wort ergreifen durften. Und nun weiter mit Kurznachrichten. Die katalanischen Separatisten haben eine weitere EU-Abgeordnete. Clara Ponsati bekam ihre Akkreditierung, nachdem Spanien wegen des Brexit zusätzliche Sitze zugesprochen wurden. Ponsati war Beraterin während des illegalen Referendums und floh mit Carlos Puigdemont, um sich der spanischen Justiz zu entziehen. Der Schutz von ethnischen Minderheiten in der EU ist das Anliegen einer erfolgreichen Bürgerinitiative. Sie sammelte quer durch Europa mehr als 1,1 Millionen Unterschriften. Damit hat sie nun ein Anrecht darauf, dass sich die EU-Kommission mit dem Thema befasst. Wichtigste Forderung ist der Schutz von Minderheitssprachen in Schulen.